Auf geht's nach Hogsmeade. Ja, wir sind schon in Hogsmeade, Junge. Wie schön, Sie wiederzusehen. Nee, sorry, bei ihm war ich letzte Folge. Wollte ich jetzt eigentlich woanders sehen, Mr. Weeks. Tschüss. Dann auf zum Wettflug. Jetzt steht ja schon, lerne die Pulse von... Nee, ich wollte nicht zum Wettflug. Ich wollte den Pulse lernen. Und dafür muss ich hier rein? Was sind das für ein Laden? Die drei Besen? Nein. Guten Tag. Wo Sie wohl hin? Hallo. Ach, nicht nah genug. So, jetzt, oder warte mal, kann ich nicht erstmal was... Ich kann vielleicht einfach was trinken? Ne, kann ich auch nicht. Ich kann jetzt was trinken, hier. Ah, das ist noch verschlossen. Muss ich was anderes machen, bevor ich mit dir reden darf? Ich muss im Unterricht Fortschritte machen und Professor Schaps Aufgabe ablehnen, um die Pulse zu erlernen, ehe ich hiermit fortfahren kann. Ach so, na gut. Ich hab bloß den Mut, in den Wald zu gehen. Was, wer labert da? Wer will in den Wald? Nö. Und hier? Wer ist das denn jetzt? Entschuldigung, haben Sie etwas gesagt? Oh, hallo. Ich rede mit mir selbst. Ich bin Clementine. Willardsy. Freut mich. Ich habe über die Schmetterlinge in der Nähe des Waldrandes nachgedacht. Immer wenn ich mich ihnen nähere, fliegen sie hinein. Als ich in Hogwarts war, war es uns wirklich verboten, den Wald zu betreten. Total verboten, deswegen heißt das so. Man erzählte schreckliche Geschichten darüber. Seitdem habe ich eine irrational starke Angst davor. Es ist albern, aber ich bin wirklich neugierig darauf, wo die Schmetterlinge im Wald hinfliegen. Kannst du das eventuell herausfinden? Eigentlich habe ich Unterricht. Soll den Schmetterlingen folgen? Genau, wenn es dir nichts ausmacht. Was waren das für schreckliche Geschichten über den verbotenen Wald? Du meine Güte, alles von Schülern, die auf mysteriöse Weise enthalten werden, bis hin zu Spinnenhöhlen. Glaub mir, wenn du das mit 11 Jahren hörst, prägt sich das ein. Gut, dass ich 15 bin. Ich überleg's mir. Also gut. Wenn ich Zeit finde, werde ich es versuchen. Oh, wie nett. Schüler haben heutzutage so viel mehr Mut, als ich jemals hatte. Normalerweise findest du mich hier in der Gegend. Bis bald, hoffe ich. Ja, gut. Neuer Auftrag. Toll. Nicht vergessen, die Schmetterlinge scheinen sich immer am Rande des verbotenen Waldes aufzuhalten. Viel Glück. Ich hab 400 Schritte. Ich hab andere Sachen zu tun, Clementine. Deswegen schaue ich mal gerade kurz. Aufträge. Ich hoffe mal... Ja, die Schmetterlinge ist schön. Was ist das? Achso, das war das. Nee. Tierwesen. Ich habe noch gar kein Tierwesen. Ja, ich gehe jetzt erstmal zu meiner ersten Tierwesenstunde. Aber dann muss ich wahrscheinlich auch noch Hogwarts, oder? Also, was heißt auch? Ich muss noch Hogwarts. Ja, 800 Schritte. Aber ich habe ja einen Besen. Contringo! Nee. Ich dachte, ja, was war da mit 3? So, wie... Ach so, ich kann ja hier in... Ich kann ja aus irgendwelchen Gründen in Hogsmeade nicht fliegen. Dann muss ich erstmal aus Hogsmeade raus. So. Und dann fliege ich nämlich rüber. Das geht dann schneller. Gibt es einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? So, hier kann ich aber jetzt fliegen, oder? Ja. Aha! Und dann fliege ich nach Hogwarts. So, wie schön. Ja. Ich muss den Tierwesenunterricht bei Professor... Oh, wie spricht man das denn aus? Owen? Owen? Besuchen? Naja. Schauen wir mal. Die erste Tierwesenstunde. Was es da wohl für ein Tierwesen gibt? Fangen wir ganz standard mit dem Biffler an, weil der ja das beliebteste Tierwesen ist. Oder vielleicht auch mit was Spannenderem wie einem Einhorn, was wir ja in den Harry Potter Büchern bei Professor Rowitschel erfahren haben. Oder, ja gut, die Sumpfkattler, die gibt's noch nicht. Wie gehe ich nochmal runter? Achso, geht's runter. So. Ach, da ist der Unterricht, ich sehe ihn. So. Guten Tag. Und da bin ich. Ich sollte hier absteigen. Achso, ja gut, dann gleich ab. Wer ist das? Wer ist das? Hallo? Wer bist du? Bist du die Lehrerin? Nein.
Ja, sieht nach der Lehrerin aus, würde ich mal vermuten. Was ist hier? Wahrscheinlich Alohomora? Ja. Ja, das sieht aber gemütlich aus hier. So Outdoor-Klassenzimmer. Ja, dann wollen wir doch mal die Stunde beginnen. Und wenn danach Zeit ist, kümmern wir uns auch noch um die Schmetterlinge. Aber Tierwesen sind gerade wichtiger als normale Tiere. Entschuldigung, ich habe hier auf dem Boden geschlafen. Ich muss hier irgendwo F drücken, damit es losgeht. Willkommen allerseits. Ah, Sie haben schon einige der Tierwesen kennengelernt, die wir hier studieren. Man sollte diesen Kreaturen mit dem nötigen Ernst begegnen. Sie sind alle auf ihre Weise gefährlich. Vor allem, wenn man nicht weiß, wie man richtig mit ihnen umgeht. Anscheinend sind viele von ihnen aus der Übung. Gehen wir noch einmal die Grundlagen durch, wie man sich um ein Tierwesen kümmert, ja? Miss Sweeting, würden Sie bitte unseren Neuzugang in der heutigen Stunde helfen? Ja, Professor Howen. Hallo, ich bin Poppy. Poppy Sweeting. Hallo, Poppy. Keine Sorge wegen Professor Howen. Sie übertreibt manchmal. Alle Tierwesen hier sind ungefährlich. Miss Sweeting, passen Sie bitte auf. Die Zunge eines Knuddelmuffs hat es durchaus in sich. Ja, Professor. Hier, du kannst an Gerald üben. Hallo, Gerald. Achte bloß auf seine Zunge. Ach, die Zunge eines Knuddelmuffs. Du kannst meine Bürste benutzen. Sei sanft. Oh, und denk an was Schönes. Ich stell mir gern vor, dass es ihm dann noch mehr Spaß macht. Die Tierwesenbürste wird genutzt, um magische Tierwesen zu pflegen. Wie jetzt bei Nintendogs. Tippe auf T, geh zur Tierwesenbürste und zieh sie auf dein Zaubersitz, indem du die Maustaste gedrückt hast. T? Und wohin soll ich... Ah, jetzt hab ich mir mal eine Lumos rausgemacht. Naja, also... Ah, bitteschön. Und jetzt noch was Schönes denken. Ah, was schön. Schönes. Er fühlt sich sicher viel wohler. Was ist denn wohler? Schön? Mir fällt nichts Schönes ein. Ich glaube, er hat Hunger. Würdest du ihm etwas Tierwesenfutter geben? Aber jetzt kann ich ja die ganzen Sachen. Da, bitteschön. Was Schönes. Was denkst du, wonach das Granulat für Gerald schmeckt? Keine Ahnung. Ich hoffe nach Süßigkeiten. Ich überlege gerade vor allem. Gerald mag dich. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, okay, gut. Das freut mich. Er scheint sehr lieb zu sein. Ja, und das die Folge wird Gerald heißen. Güte ist eine seiner besten Eigenschaften. Gleich nach Ehrgeiz. Und Reinlichkeit. Gut. Gute Arbeit. Nun machen wir uns zu den Gehegen auf und wählen ein anderes Tierwesen. Und bitte, seien Sie beim Füttern und Versorgen achtsam. Miss Sweeting, warum zeigen Sie unserem Neuzugang nicht die Kniesel im hintersten Gehege? Ja, total harmlose Viecher. Komm ja. Schon. Die Kniesel sind in der fünften drüben. Klasse. Da könnte schon was Anspruchsvolleres kommen. Ach, das sind die Schwänze. Ich dachte schon. Ah, Knieselschnurrbarthaare sollten mir ein paar Knuts einbringen. Genug für einen Einkauf beim Bonus. Ach komm, jetzt reißt ihm nicht die Schnurrbarthaare raus. Was soll das denn, du Vollidiot? Blödes Vieh. Du hast ja nicht mal den Namen, weil du ein Vollidiot bist. Du bist seltsam, Poppy. Sorgst dich wegen diesem blöden Vieh? Ihr Name ist Persephone. Ihr Name ist Persephone. Das ist echt nicht lustig. Los, komm. Und dann hat er so eine hässliche Ravenclaw noch im Schlepptau. Diese beiden haben nichts in der Nähe der Klasse zu suchen. Zukünftige Wilderer. Persephone hat sie sofort entdeckt. Danke für deine Hilfe. Was soll ich jetzt als nächstes tun, Professor? Helfen Sie Miss Sweeting im Knieselgehege. Sie wird Hilfe beim Bürsten und Füttern brauchen. Sie werden sehen, es ist ganz ähnlich wie bei den Knuddelmuffs. Ja, 1 und 2 habe ich mir ja schon vorbereitet. Also 1... Ich muss ja nicht mal zu ihr hingehen. Gut, und 2. Da, Buon Appetit. Die Kniesel haben dich wirklich gern. Sie erkennen einen guten Menschen. Genau wie ich.
Es scheint, unsere Zeit ist abgelaufen. Ich bin ja jetzt kein Tierfreund, aber bitte schließen Sie die Gehege und gehen Sie hinaus. Aber ich will... Nun, wo ist denn unser Neuzugang? Darf ich auch mal was sagen? Ah, da sind Sie ja. Ich würde Sie gerne sprechen. Ja, später. Also, ich bin ja jetzt kein Riesentierfreund, aber einem Kniesel einen Schnurrbart anzuziehen, das ist schon... Das muss echt nicht sein. Du blöder Name. Wer ist das denn jetzt? Entschuldigung? Wer bist du? Nee, du bist ein Ravenclaw. Du bist nicht der Volltrottel von gerade. Hi, wer bist ich du? Ich denke, dass die Wesen hier sicher sind. Ein glückliches Tierwesen hat viel zu geben. Sagt jedenfalls Professor Howen immer. Wenn wir sie gut behandeln, behandeln sie uns auch gut. Ah, der klingt ja schon mal netter als der Volltrottel. Ist ja ein Ravenclaw. Also gut, hi. Hallo, Professor. Sie wollten mich sprechen? Ganz recht. Wie war Ihre erste Stunde in Pflege magischer Tierwesen? Langweilig. Ich habe den Knuddelmuff und den Kniesel gestreichelt. Es war in Ordnung. Aber die Unberechenbarkeit der Tierwesen macht mich irgendwie nervös. Das hat man Ihnen gar nicht angesehen. Bald werden Sie lernen, dass Tierwesen unter der richtigen Führung eine maßgebliche Rolle in unserem Leben spielen können. Einige bieten uns Materialien voller magischer Kräfte, bei der richtigen Pflege. Das bedeutet auch, sie nicht für ihre Schnurrhaare zu quälen. Das haben Sie übrigens gut gemacht. Überlassen Sie es aber das nächste Mal lieber mir. Dann wäre der Professor, Kniesel länger gequält worden. Die sind fast so schlimm wie die Rohlinge aus Rookwoods Meute von Wilderern. Leider sind wir es, die darunter leiden. Überall tote Tierwesen. Eine furchtbare Verschwendung. Sicherlich kann jemand die Wilderer zur Rechenschaft ziehen. Das Ministerium vielleicht. Wie optimistisch von Ihnen. Aber warum konzentrieren wir uns nicht erst einmal auf das, was wir kontrollieren können? Professor Weasley bat mich, einige Aufgaben vorzubereiten, die Ihnen helfen sollen, zu den Fünftklässlern aufzuschließen. Halten Sie Ausschau nach meiner Eule. In der Zwischenzeit rate ich Ihnen, sich Wissen über so viele Tierwesen wie möglich selbstständig anzueignen. Okay, ja, Schmetterlinge wollte ich wissen über... Psst, hier drüben. Ja? Brauchst du etwas, Poppy? Nochmals vielen Dank, dass du etwas gesagt hast, so dass ich es nicht musste. Du warst wie ein Orgiri am Mittag in der Wüste. Ich hoffe, das ist etwas Gutes. Das sagen meine Oma und ich immer. Es heißt, jemand oder etwas ist eine willkommene Überraschung. Ein Augury. Oder zumindest bedeutet es das für uns. Ich konnte nicht einfach nur zusehen und nichts tun. Wir sind uns ähnlich. Tatsächlich gibt es da jemanden, den ich dir gerne vorstellen möchte. Im Wald. Denn da Schmetterlinge? Da muss ich ja eh jetzt hin. Jetzt bin ich neugierig. Nun gut, geh voran. Dann gehen das wir hatte ich gehofft. Ja, dann gehen wir zusammen hin. Und dann kann ich bei der Gelegenheit gleich mal Schmetterlinge suchen. Soll ich vorher noch hier ich streichen? Ich nehme nicht einfach jeden mit. Da. Du bist bisher der Erste. Und wirklich? Da. Tja, danke. Habe ich unendlich? Wie gesagt, wir sind uns ähnlich. Das hat mich überrascht. Habe ich unendlich von den Dingern da? Naja, gut, dann komm mit. So. Achso, jetzt habe ich meine Zauber gar nicht im Inventar. Und also ich kann auch nicht... Die anderen beiden, die ich jetzt nicht belegt habe, kann ich auch nicht verwenden. Die sind ja ausgeschwärzt. Wie weit ist denn das, Poppy? Oh. Was für ein Wetter. Findest du nicht auch? Wenn du nichts dagegen hast, Poppy, siehst du mich? Ich komme jetzt zwischen den neuen paar Mondsteine. Es ist wirklich besser, wenn ich es dir zeige. Ja, ich bin ja unterwegs. Ich brauche nur zwischen den Mondsteine. Was war das? Also ich dachte, da wäre was. So. Keine Sorge, wir sind fast da. Ja. Es ist gleich da vorne. Ja, okay. Ach, schöne Aussicht hier auf die Brücke von unten. Achso, wir sind schon da. Entschuldigung. Bleib zurück. Eine Mondgalperde. Vermute ich jetzt einfach. Und? Was ist es? Ein Drache? Ein Hippogreif! Ui. Ja gut, das ist cool. Vielleicht heißt die Folge doch nicht Gerald. Ja, hi. Das ist Wolkenschwer. Oh, ein schöner Name. Ist sie nicht einfach wundervoll? Ich muss mich verbeugen, oder? Na los, sag ihr Hallo. Aber Vorsicht. Du musst Hippogreifen immer mit Höflichkeit begegnen, bevor du dich näherst. Ja, gut. Ah.
Ah, er verbirgt sich. Sie verbirgt sich auch. Eieiei. Ich wusste es. Ich habe noch nie erlebt, dass sich ein Hippogreif so schnell an jemanden gewöhnt. Du kannst sie gerne füttern und bürsten. Okay. Wenn ich Zeit habe, schaue ich nach ihr. Bringe ihr was zum Naschen und erzähle ihr, was im Schloss los ist. Man sieht es ihr nicht an, aber sie ist eine furchtbare Wichtigtuerin. Ja, sie ist ja auch ein Hippogreif. Weil das ist ja hier wie im Aquarium. Das Essen schwebt vor den Tieren. Tschüss! Schönen Flug! Bin ich auch nicht ein Hippogreif? Und? Was hältst du von Wolkenschwinge? Ja, Wolkenschwinge ist cool. Wolkenschwinge ist ein Hippogreif. Ich finde sie genial. Nicht zu fassen, dass du mich ihr vorgestellt hast. Ich wusste, dass ihr euch verstehen würdet. Sehen die Schüler etwa deinetwegen Hippogreife über dem verbotenen Wald fliegen? Könnte gut sein. Wusstest du, dass ein Hippogreif immer für einen da ist, wenn man sein Vertrauen erlangt hat? Ich habe das mit ihr selbst erlebt. Sag mal, wie genau bist du Wolkenschwinge begegnet? Das ist eine lange Geschichte. Aber ich habe sie vor einigen Jahren vor Wilderern gerettet und in Sicherheit gebracht. Danach war alles gut. Bis jetzt. Wie du vielleicht weißt, haben wir hier ein Wildererproblem. Ja, ich befürchte, sie könnten sie erneut einfangen. Und dann bin ich vielleicht nicht da. Professor Howen hat die Wilderer auch erwähnt. Sie meinte, wir könnten uns nicht auf die Hilfe des Ministeriums verlassen. Ich bin nicht oft einer Meinung mit Professor Howen, aber ich fürchte, sie hat recht. Der Einfluss der Wilderer wächst. Ich sehe sie täglich im Dorf. Sie spazieren herum und reden mit den Leuten. Die haben irgendwas vor. Ich weiß nur nicht was. Das klingt seltsam. Als ob die etwas vorhätten. Ganz genau. Ich werde dem mal nachgehen. Herausfinden, was los ist. Was sie tun. Ja. Das ist eine gute Idee. Wissen ist Macht. Ja. Und je mehr ich weiß, desto besser kann ich sie beschützen. Du wirkst unbeirrt. Erzählst du mir, was du herausfindest? Oh, also gut. Mach ich. Ich muss los, aber ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder. Gut. Ja, danke. Dann sind wir jetzt beim Wald? Okay. Ist da ein Schmetterling? Da war doch kein Schmetterling von meiner Nase. Ja, dann will ich jetzt noch gerade... Ich meine, das hat jetzt nicht so lange gedauert. Dann will ich mal nach den Schmetterlingen schauen. Da. Die müssen doch jetzt irgendwo in der Nähe sein. Ach, eigentlich hätte Wolkenschwinge mich auch gerade jetzt zu dem bringen können. Wie weit ist denn das jetzt bis zu denen? Was, immer noch so weit? Na gut, dann steigen wir auf den Besen. So, tschüss, Poppy. Ich flieg mal über dich, das geht schneller. So. Also, irgendwo da hinten sollen Schmetterlinge sein. Für Clementine, dass sie sich freut. So. Ach, unten rechts sehe ich die Besenanzeige. Also ich sollte, wenn sie voll ist, wieder Gas geben. Okay. Dann Gas! Yay! So. Ist das, muss ich da unten hin? Ich glaube, ich muss da unten. Da unten ist auch der Eingang in den verbundenen Wald. Da gehe ich jetzt mal hin. Gehe ich mal ein bisschen tiefer. So. Wo sind hier die Schmetterlinge? Da sind sie. Sie hat sich das nicht ausgedacht. Dann ist nie verfügbar. Hier? Hey, im Flug. So weit, so gut. Miss Willard, sie bekommt noch ihre Antwort zu den Schmetterlingen. Ich muss aber hier erstmal die bösen Viecher loswerden. Ich träume von einer besseren... Ein Sumpfgrattler? Und zwar ein ziemlich starker. Ach, hier. Und jetzt... Ach Mann, da ist ein... Okay, der Sumpfkessler. Der ist stärker, als ich dachte. Eieiei. Weg hier, weg hier, weg hier. Verfolgt er mich? Komm schon. Boah, ey. Was ist denn der auch so stark? Ja, gib mir deine Zunge. So, ich muss jetzt erstmal
Warte mal, wo stehe ich bei T? Muss ich immer meine Zauber wiederholen? Wobei, Confringer ist ja wichtig. Incendio? Und was mache ich mir denn jetzt nach ganz vorne? Da komm, machen wir mal Levioso nach vorne. So. Ah, ja, ja, ja. Wer denn jetzt damit gerechnet? So, komm, die will ich auch haben. So. Okay. Wo ist jetzt. Ist hier irgendwo ein Schmetterling? Ach, der fliegt weg! Was hat denn jetzt? Ich sehe ihn aber auch nicht. Ich sehe nur das Symbol. Wenn ich Akio. Oh, sorry, ich bin Akio. Kann ich ihn auch nicht zu mir holen. Dann ist wieder alles voll mit Spinnen, habe ich das Gefühl. Wenn man gerade hier noch ein bisschen aufräumen. Wo sind hier die Spinnen? Sind das Spinnen? Ja. Ach komm, die kann ich ja. Oh. Das hat jetzt nicht so viel gebracht. Incendio! Komm, bring! Wow! Religiose! So, ne, jetzt. Ich seh! Mann, 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 das sind zu viele! Jetzt tötet mich! Ey, das muss doch nicht sein. Boah, ey. Hör mal auf, Mann. Keine Sekunde zu früh. Ja, auf keinen Fall. Boah. So. Confringo! Ey, 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 ey. Eigentlich suche ich den Schmetterling, aber gut. Was liegt da denn? Ach, ein Spinner wahrscheinlich wieder. Ein paar Pilze. Ich fürchte. Ja, gut, wir sind jetzt der Schmetterling erstmal. So, da muss ich erstmal wieder. Komm, geh mal weg da. So, wo ist jetzt der blöde Schmetterling? Für Clementine. Was ist das denn? Aha. Sieh sich das einer an. Ja, jetzt sind hier die Schmetterlinge. Achso! Die Schmetterlinge haben mir eine Schatztruhe offenbart. Ich habe den Schatz geborgen und sollte nun Miss Willisay davon berichten. Okay. Das heißt, ich muss jetzt. Erstmal aus dem verbotenen Wald raus und dann. Warte mal, kann ich hier auch schon fliegen? So. Dann. Wollen wir mal erstmal hier rausfliegen. So. Da. Da, Miss Willisay. Ah, da. Ich komme, ich fliege. Also, ich fliege wirklich. Bis ich gleich gegen die unsichtbare Wand vor Hogsmeade stoße, natürlich nur. Und dann sind sie hoffentlich zufrieden. So. Also, vielleicht soll ich mal ein bisschen höher steigen. Und dann geht's abwärts. So, ach, jetzt ist hier eine Klippe. Ja, 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 ich. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Jo. Also, Miss Willisay, wo sind sie denn? Ich hab was gefunden, eine Truhe. Vielleicht wissen sie, was damit auf sich hat. So. Aha. Ach, in den drei Besen natürlich wieder. Kann ich dann auch was trinken? Ich frag ja nur. Ich schon mal hier bin. So. Oh, bitte sag, dass du eine Antwort für mich zu den Schmetterlingen hast. Ja, 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 ja. Ich will aber ein Butterbier. Okay, oh, Entschuldigung. Kann ich hier nicht auch mal was trinken? Na gut. Hallo, Miss Willisay. Was ist passiert? Hast du sie gefunden? Naja, die Spinnen waren aufregend, aber der Schatz ist nicht so. Ja, ich bin ihnen in den Wald gefolgt. Aber leider gab es da nichts Besonderes zu sehen. Oh, ach so, verstehe. Oder war die Kiste besonders? Trotzdem danke, dass du es versucht hast. Das war wirklich sehr mutig von dir. Nun ja, danke. Und pass auf dich auf. Und bekomme ich jetzt was dafür? Nö. Wofür habe ich das jetzt gemacht?
Was? Na, wenn ich wenigstens Level 16 dafür erreichen würde. Naja. Das ist ja eh nicht so gelohnt, Miss Willerzei. Kann ich hier was trinken? Nee. Ich will ein Bier. Kommen Sie. Mann. Darf ich nichts trinken? Voll unfair. Daher. Oh, was? Gibt's hier oben noch was? Nein. Hier oben glaube ich noch nicht. Es geht noch höher. Oh, schöne Aussicht da runter, aber. Es geht noch höher! Okay. Noch höher? Hi. Aber hier sind natürlich abgeschlossen. Toll. Naja, dann. Sag ich jetzt nochmal. Arrivederci, tschüss. Over and out.